Hallo zusammen zu meinem Testvideo zum Boing-Vase-Lautsprecher. Ich weiß leider auch nicht so ganz, wie man das ausspricht. B-O-Y-N-Q. Ich weiß nicht, wie ihr das aussprechen würdet. Aber es ist hier auf jeden Fall ein Lautsprecher. Und zwar nicht irgendeiner, sondern hier hinten sieht man, es gehen hier zwei Kabel raus. Einer ist für den USB-Anschluss am PC und der andere ist natürlich für den normalen Audioausgang am PC. Das heißt, man braucht kein externes Stromkabel, man steckt das einfach in ein USB-Steckerfach rein und dann geht das. Und natürlich der Name kommt hier von Vase, weil das hier natürlich auch alles einfach wie eine Vase aussieht, ist wirklich sehr, sehr stylisch. Und ich sehe hier gerade, meine Kamera macht sich selbstständig. Hier oben ist einmal der Aus- und An-Knopf, dann geht hier auch so ein gelbes Licht an. Es gibt die Lautsprecher in zwei verschiedenen Ausführungen, und zwar einmal in Schwarz und einmal in Weiß. Und hier oben, ich hoffe, man kann es lesen, hier unten kann man einmal den Bass regeln, und zwar macht man das einfach, indem man das Rad hier rumschiebt. Ich habe den meistens auf Voll, weil dann hört sich das am besten an. Hier oben ist einfach Lautsprecher, die Lautstärke, und hier oben kann man noch Tonhöhe einstellen, da weiß ich jetzt nicht ganz so genau, was das ist. Hier unten kommt dann der Ton raus, wovon ich ausgehe, und hier oben auch. Und das Besondere an diesen Lautsprechern ist noch, dass sie dadurch, dass sie jeweils hier oben rauskommen und da oben auch geöffnet sind und unten, dadurch hat man so einen Surround-Klang. Und zwar kann man dann von überall, egal wo man ist, hört man immer den gleichen Ton. Deswegen probieren wir das am besten gleich mal aus. Ich stelle ihn mal ein bisschen nach vorne, mache ihn mal ganz leise und drücke hier mal den An-Knopf. Und jetzt spiele ich mal einen Song von Free Play Music. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, der Song. So. Und jetzt können wir hier einfach, Moment, lauter drehen. Und ich denke, ihr hört schon, es ist eine richtig gute Qualität, was man nicht von so einem Lautsprecher erwartet, weil der auch noch relativ klein ist. Als ich den gesehen habe, sah der größer aus. Und er geht auch noch richtig laut. Das, was wir jetzt gerade hören, ist noch relativ leise. Ich kann ja einmal ganz kurz laut machen für alle die jetzt mit Kopfhörer hören. Vielleicht mal auch ein bisschen leiser drehen. Achtung. Da fangen die aber dann auch schon wieder an, richtig so zu knattern und zu rauschen. Das ist dann nicht so schön. Was auch noch ein Kritikpunkt ist, ist, dass wenn die hier laufen, ich weiß nicht, ob man es so genau hört, aber dann ist immer so ein bisschen so, als ob sie irgendwas abspielen, wie so ein Radiorauschen vielleicht so ein bisschen. Ist nicht sonderlich laut, aber ist schon ein bisschen störend, und deswegen, das ist sozusagen mein einziger Kritikpunkt, weil sonst der Klang ist wirklich überall immer super, die sind klein und handlich, man kann sie immer überall mitnehmen, man muss sie nicht an externen Stromanschluss anschließen, das heißt, wenn man mit seinem Netbook unterwegs ist, einfach anschließen, dann laufen die. Und ja, ich finde das auch richtig cool, man sieht hier oben, wann die an und wann sie aus sind, und deswegen für 28,50 € war das, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Ja, 28,50 € kann man sich das hier bei yomoi.de bestellen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, wer einen neuen Computerlautsprecher sucht und nicht so die super Qualität, sondern eher eine gute Qualität für einen günstigen Preis haben will. Ich denke, unter 30 € kann man hierfür. Da kann man auf jeden Fall nicht Nein sagen. Deswegen schaut einfach nochmal vorbei. Die haben auch andere coole Sachen. Hier unten seht ihr auch nochmal den Namen. Dann könnt ihr euch da selber ein Bild von machen. Meine Kamera hat heute echt keinen guten Tag. Naja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Schaut da mal vorbei, schaut euch die Lautsprecher da auch nochmal an. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Abonniert, kommentiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.